Na gut, dann schauen wir uns Silent Hills mal an. Aber wenn das zu gruselig ist, dann spiele ich das nur kurz. Spielt steht da? Kann ich mich nicht erinnern. Also, das wüsste ich. Vielleicht hatte ich es mal angeklickt schon. Jetzt wie der Teaser, wenn man PT durchgespielt hat. Der geheime, versteckte Teaser in PT. Das war schon eine geniale Werbeaktion, die dann halt leider ins Nix verlaufen ist. Ich habe schon gesehen, es gibt auch einen PT-Klon. Weiß nicht, ob der genauso funktioniert wie PT, aber es gibt PT auf jeden Fall. Das können wir uns dann auch gerne anschauen. Okay. Sieht aus wie aus Knetmasse, der Norman Reedus Hauptcharakter. Die Haare vor allem. Ledo. Ja, so wie Lego Star Wars ist das Pledo, Silent Hill oder so. Aber dieser fluffige Baumeffekt sieht irgendwie cool aus. Den habe ich schon in vielen Spielen gesehen. Silent Hills. Meint ihr, Silent Hills wäre so ein Multiversums-Ding geworden? Wegen dem Namen Silent Hills? So eine Stadt in verschiedenen Realitätsebenen oder sowas in der Art, so habe ich mir das immer vorgestellt. Aber wer weiß. Cutscene. Jeffrey, there's been another homicide. I need you on the station now. Gotcha. Jetzt sieht er nicht mehr aus wie Norman Reedus. Aber gut. Hallo, Polizisten. Oh, die Bewegung ist auch komisch. Na, jetzt schauen wir mal. Ich bin gespannt. Das spielt sich auch wie Knetmasse. Das sieht nicht mehr so aus. Das ist auch schön, man kann auch wirklich seine eigenen Grafiken und Skins zeichnen im Editor und dann ins Spiel einfügen. Er sieht aus wie Saitama, wie One Punch Man als Nachrichtensprecher. Naja, schauen wir mal, wo das noch hinführt. Mit diesem Silent Hillster. Auf jeden Fall viele verschiedene Sprecher, die da schon mal eingesprochen haben. Good morning, Lou. Hallo. Swamp. That's what we are. We're getting four. Das ist wirklich wie so ein 6 Uhr morgens Kleinkinder-Cartoon sieht das aus vom Stil her. Well, that's why I'm here. Hey, ich stand doch schon neben ihn. Jetzt unheimlich schon langsam. So, what we're looking at. Henry Sullivan shot his family dead last night and hung himself in the garage. Lisa Belinsky, his wife, shot in the stomach and pregnant.
Es hat doch was von Simpsons, oder? Wenn der gelb wäre, könnte der ein Simpsons-Charakter aussehen. Wie Lazy Town, ja, oder so Puppen, stimmt. Das kommt auch hin. Ich finde das eigentlich einen ganz charmanten Stil, aber mit Silent Hills habe ich mir jetzt was anderes vorgestellt. Aber trotzdem, ich warte drauf, vielleicht ist das Absicht. Vielleicht damit der Kontrast jetzt dann gleich zum Horror noch viel schlimmer wird. Oder so. Wer weiß. Das ist jetzt unser Verdächtiger. What's your name, sir? Tom Sanders. Oh, multiple choice. How well did you know him? Wie? We go back a long time. I can assure you, officer, this is not like him at all. Ja, ich bin gespannt auf die Gruselstellen. Ich hoffe, es kommen noch welche. Did he seem different lately? He had been down for a while after losing his job. But that was nothing new. This just came so suddenly. Any possible motives? I can't think of any. Na dann. Could you tell us about... It's strange, though. It's happening everywhere now, doesn't it? All over town. Yeah, it's a real headbuster, I'll give you that. But, maybe it shouldn't surprise us. Oh, yeah? Why's that? I have been looking around me lately. The mood is different. People seem so on edge. So many have ended up on the streets recently. Aber der Stream läuft schon noch, oder? Economy is going through tough times. Weil die PlayStation gerade die Internetverbindung verloren hat. There could be more to it than just that. Aber kriegen wir schon wieder hin. I'm sorry, exactly how did you know Henry Sullivan again? Yeah? Noch bist du da. Naja, dann liegt es wohl an der PlayStation und nicht am Internet. Ah, yeah, the photos of the crime scene I asked for. They're in the photo lab. We better go take a look. We'll talk later, Tom. Okay, talk later. Blöder, dass das jetzt überhaupt funktioniert, ohne Internet. Ist das Spiel gleich komplett geladen? I can hear them calling to me from hell. Forgive me, Lisa, there's a monster inside of me. Alles PT. Sieht aus, als hätte er eine Handpuppe auf dem Schoß, oder? Ich finde gerade irgendwie, das sieht komisch aus. Oh boy. They always write those things. Hallo. Kito Nyoko, wie geht's? You're living in that hotel? Yeah, ist das jetzt ein Film? Oder darf ich da jetzt mal noch spielen und vor Monstern Angst haben? Oder wie? Auf jeden Fall haben die sich sehr viel Mühe mit der Intro-Cutscene gegeben. Allein wie lang die schon ist. Und wie viele Sprecher die schon hatten. Naja, 4 oder so, aber immerhin. Ja, es könnte sein, dass das ein Film ist, oder? Frage ich mich, wie lange der noch dauert. Mir geht's auch ganz gut. State Police say this string of domestic homicides appears unrelated, though it could be part of a larger trend such as employment, child care, and other social issues facing the average family. Aber ich will jetzt mindestens noch das dunkle Silent Hill sehen oder was da der wann wie wo. Das wird ja wohl kein normaler Krimi sein, das Silent Hill-Fanspiel da. Started drinking. Ich finde diese Polizeiskizze so toll. Die sieht bescheuert aus. Wait. There was a thing between a manager and her? Ja, even.
Vielleicht ist das eben Absicht, dass auch das Figurendesign schon beängstigend aussieht. Ja, ich habe vorher schon gesagt, das sieht aus, als wäre es mit Pledo modelliert, finde ich. Hmm. 204863. Oh, jetzt passiert was. This wasn't like you, was it, Henry? Oh, what is that? What is that? Ah, jetzt kann ich den tatsächlich steuern. Ah ja, stimmt, im Polizeirevier bin ich ja auch schon die paar Meter gelaufen. Also theoretisch kann ich den steuern. Eine sehr Resident Evil Kameraeinstellung. Resident Evilig. Ja, so ein Survival-Horror-Spiel könnte man, glaube ich, auch sehr gut machen, wenn ich mir das so anschaue. Das hat jetzt schon Atmosphäre hier, das ist gruselig. Muss ich jetzt alle Türen abklappern? Das wäre ziemlich Silent Hill 2, auf jeden Fall. Die ganzen Türen abklappern. Oh, da steht eine Tür offen. Da habe ich schon ein bisschen Angst. Hallo, entriges Fichtenholz. Willkommen zurück. Okay, schauen wir mal. Aha. Jetzt wird's rostig und neblig hier. Hey, you okay? Who's there? Tom? Tom Sanders? It's me, Jeffrey Harper from the station. I heard crying next door. Oh. Sorry. It's okay. Ist jetzt der Kerl, den wir gerade verhört haben, zufälligerweise mein Nachbar oder wie? Ah. I got it real cheap. You're not from town, are you? Where are you from? I'm not really in the mood to talk about those things right now. I understand. Die Sprachqualität ist leider sehr schlecht teilweise. Steht mir teilweise sehr schlecht. Oh, die Blume ist irgendwie cool. Auch ein bisschen creepy, aber auf jeden Fall, weil es so ein Stilbruch ist, gefällt mir das ganz gut. Suppose you plant a flower and it grows and you take a seed from it and you put that seed in the ground, the flower grows and becomes exactly identical to the original flower. Is that new flower the same flower? Why not? You see, it's not so simple. Suppose that the Henry Sullivan that murdered his family wasn't the same Henry Sullivan that you or I knew before. Are you sure the only you is you, officer? You're a philosophy lecturer? I teach linguistics, actually. Where? Nearby. Nearby. Okay. Okay. That reminds me of a few things. Have you ever heard of the Flauros? Ist das nicht ein Pokémon? I have looked up in this town. Das ist doch die Pflanzenversion von Tauros, glaube ich. Apparently the Flauros was an ancient artifact.
connected to another world. Somehow it eventually found its way to this town. A group of people took possession of it. A group of people. Unknown purposes. This was apparently 80 years ago. Aber die Sprecher sind eigentlich nicht schlecht, dafür, dass das irgendwelche Privatpersonen sind. Das ist schon ziemlich gut, teilweise. Ich würde sagen, besser als Silent Hill 2 im Original synchronisiert ist. Beziehungsweise die geremakte Version dann, oder? Die war doch irgendwie noch viel schlimmer als die Originalversion. Ach, ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich habe da ein paar Sprachsamples auf YouTube gesehen, wo ich mir gedacht habe, oh Gott, wer hat denn das eingesprochen? Das sind immer so die Fälle, wo man irgendwie das Gefühl hat, dass die gesagt haben, okay, das Spiel ist grundsätzlich fertig, morgen geht's raus, oh, wir brauchen noch Synchro. Und dann wird schnell irgendwie der Praktikant geholt, damit er noch ein paar Sätze einspricht. In welchem Kontext sagt denn das mein Charakter? Ja, keine Ahnung, ist ja wurscht, sag einfach, wird schon passen. Soll ich das traurig oder fröhlich sprechen? Mache, wie du meinst. Das passt schon. Packen wir ins Spiel. Muss morgen raus sein. Ich glaube wirklich. Also ich habe auch Interviews gehört mit so Synchronisationsstudios und die haben wirklich erzählt, dass gerade früher die Studios wirklich so ihre Spiele gemacht haben und dann in letzter Sekunde noch schnell irgendwie eingeschickt haben. Einfach nur ein Textdokument, so von wegen übersetzt uns das mal schnell. Ja. Aber heute ist es normalerweise nicht mehr so, anscheinend. Lauros ist ein Artefakt, um Dämonen zu binden. Ah. In Supernatural machen die das immer einfach nur mit Salz. Mit so Symbolen am Boden und Salz kreisen. Ist man dann auf, habe ich mich immer gefragt, auf hoher See sicher vor Dämonen und Geistern wegen dem Salzwasser, weil da theoretisch die ganze Fläche aus Salz besteht, mehr oder weniger? Oder muss das Pulver sein? Gemahlenes Steinsalz oder so. Wer weiß. Oh, das ist jetzt wie ein PT hier. Guckt euch das an. Das ist sehr schön nachgebaut. Hallo, danke fürs Subscriben. Schön, dass du mit dabei bist. Oh, das ist aber schön nachgebaut, das Petit-Haus, mit allen Details. Wow, wo kommst du her? Could that really be? Die Figuren passen halt wirklich nicht zu dem Horrorstil. This door won't budge, sir. Die sehen irgendwie so niedlich aus. Alright, Jim, get the battering ram. Sir, I aber think there's something on the other side of the door blocking it. Abgesehen davon. Ist das schon ganz cool. Am I dreaming? Who are you? Ich habe Angst, gleich passiert was ganz Schlimmes. Okay. Was? Ah, ich hasse, ich hab schon PT so gehasst, ey. Ich fand es total faszinierend. Henry. Ich hab's doch echt gehasst. Henry Sullivan. Ich hab Angst. I didn't do it. I didn't kill them. None of us did. I woke up 2 days ago. I walked down the hallway. And then I saw me walking in front of myself.
But it wasn't really me. You have got to convince the others. You have got to save me. I don't want to be trapped here. Mhm. Und jetzt? Ah, jetzt ist die Tür offen. Tack, die Herren. Ah, das soll die, ja, ich verstehe, die Luftschutz-Sirene sein. Schön. Ah! Ah, ich hab's gewusst. Bist du ein Fan von der Metro-Spielereihe? Fan würde ich jetzt nicht sagen, aber ich habe Metro ganz gern gespielt eigentlich. Ich fand das ganz cool. Das erste. Aber das neue habe ich jetzt zum Beispiel nicht mehr gespielt. So sehr interessiert es mich auch wieder nicht. Wenn das mal zum Beispiel im Humble-Bundle ist oder mir sonst irgendwie die Hände finden, werde ich mir das anschauen, aber ich bin jetzt nicht so voll drin. Aber ich habe nichts dagegen. Im Gegenteil. Es ist im Grunde eher so eine Art interaktiver Walking Simulator Film hier. Aber interessant. Ich würde jetzt. Ich schwank so ein bisschen zwischen. Wir schauen uns jetzt noch was anderes an und. Weil vielleicht dauert es nicht mehr lange. Wow, schwebt das Telefon. Guck mal, die Schnur ist noch am Telefon, als ob der Hörer drauf liegen würde. Das sind die Kleinigkeiten. Das sind so Kleinigkeiten, die wahrscheinlich extrem viel Arbeitszeit in Anspruch nehmen, wenn man das richtig hinkriegen will. Noch. Dass da auch noch die Schnur Physik hat und richtig attached ist an allem. Und so, wenn es kommt, lieber mal schweben. Okay, heftiger Nebel- und Stromausfall in der ganzen Stadt. Sogar im Auto ist Nebel. Power outage and fog all over. People seem pretty piled up. Just hope we get there in one piece. Das ist auch schön, dass ich jetzt hier auch so zum Zuschauer werde, genau wie ihr im Grunde. Plötzlich. Well. All right. Here we are. Das ist jetzt wieder eine Erinnerung, ein Traum. Das ist wieder so ein komischer Filter. Let's head on inside. Ich glaube, das ist eine Rückblende. Ach, ist das das PT-Haus, in das wir jetzt gehen? Möglicherweise. Es sind ein bisschen sehr viele Charaktere für ein Silent Hill-Spiel. Denke ich. Also zumindest, wenn man es traditionell halten will, dann ist man doch meistens eher die meiste Zeit allein unterwegs und trifft dann immer wieder Leute. Oh yeah? It was foggy. I stood by the window and you were talking with Jim and Charles about something. Ah. The strange thing was that it felt like there was someone else in the room. Watching us. Well, what do you know? Im Grunde ist das quasi nicht das Silent Hills, das Kojima gerne gemacht hätte, sondern eine direkte Fortsetzung von dem PT-Trailer, von dem Teaser, von dem Playable Teaser oder so. Das blaue Bild. Looks like this guy was quite the booster. Yeah, I. Sir. Yeah, what is it? It's this door.
Das könnte schon sein, ein Silent Hill Prequel, dass das so gedacht ist, dass es jetzt erst losgeht, dass die Stadt durchdreht. Durch dieses Ereignis hier. Hey Jeffrey, komm her! Ich auch. I suppose you don't recognize this symbol. No, I don't. What is it? I don't know what it is, but I know who's angeblich, ich habe eh ein Video drüber gemacht. Angeblich sind ja sogar zwei Silent Hill Spiele aktuell in Entwicklung. Ob die beide released werden und so weiter, wenn es denn überhaupt stimmt, weiß man natürlich nicht. Aber angeblich will Konami tatsächlich Silent Hill wiederbeleben. Wäre auch komisch, wenn nicht, oder jetzt, wo Resident Evil so einen Hype hat. Wäre es doch komisch, wenn die nicht mit der anderen großen Survival-Horror-Marke um die Ecke kommen würden, um auf den Hype-Train aufzuspringen. Zu solchen Zeiten sitzt man doch nicht auf so einer Marke wie Silent Hill. Normalerweise. Sollte man meinen. Ich will hier raus. Ah, NPCs, die mich nicht blockieren. Nicht schlecht. Da kann so manches große Rollenspiel noch was davon lernen. Oh, jetzt ist da hinten offen. Da, wo im PT-Playable-Teaser dieser Kopf in der Plastiktüte am Anfang in der Ecke sitzt. Huh. Radio. What's going on with that radio? What kind of language is that? Stimmt, Metatron. It's Swedish, sir. Soll es auch wieder geben. Do you speak Swedish? I do, sir. Und von Christoph Ganz, der den guten Silent Hill-Film gemacht hat, was ich auch ziemlich cool finde. Den ersten. Da. Close your eyes. Let your ears listen to me. Can you hear my voice? Hallo. Hat doch hier let us choose my voice that will see the future or your tortured mind. Now, what do you choose? You can choose your life, your future. Wise as you are, you might already have discovered. Yes, the radio drama 81 years ago was true. Ich habe wenigstens die Hände frei, um die Katze zu streicheln. Ja, da muss einer so dringend gekrault werden. Katzenzeit ist die beste Zeit. So welcome to our very soon. Ja, Karte, deine Haare sind schon wieder überall. Write that number down. 2048. Da ist er wieder, Glubsch Guy. Warum ist der eigentlich jetzt da? Wieder. Warum haben wir den eingeladen? Well, Tom, 204863. Ring a bell? You were a member of the other church. So what do you reckon? Is this the other church? Tom, Polisi talking to you. It was a long time ago. When were you gonna tell us, Tom? I was only an initiate before I left. I didn't get to see a lot. But you saw something. The numbers were a form of communication between the higher ranks and the lower ranks. I never even got to see one of the higher ranking members. They used messengers. Where is the other church located? I'm not sure. How can you not be sure? Because we were blindfolded. Blindfolded. All initiates da guckt er, Karte, huh?
kann ich das auch mit meinen Ohren wie du. There were many entrances to the other church. Ich kann zu fein justiert, aber immerhin. You could check the basement. Okay. Ist das jetzt irgendwie... But you're coming with us. Ist das jetzt irgendwie ein Film? Der ungefähr eine Stunde dauert oder so? Wie lange spielen wir das jetzt schon? Ernsthaft? Mir kommt es vorne wie eine Ewigkeit. Das muss auf jeden Fall auch wahnsinnig viel Arbeit gewesen sein, das Ganze. Ich glaube, sowas unterschätzt man gerne mal. Schon allein die ganzen Locations zu bauen und so. Fest und wirklich, Vater, wie kann man so viel Haare verlieren? Boah, so ein buschiges Fell. Hallo, Apfel. Wie geht's? Ach, der war ja Linguistist. Stimmt, der hat das ja gerade übersetzt. Die Radioaufnahmen. Und wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir in das Krankenhaus, in die Kirche gefahren, oder wie? Habe ich auch eine Taschenlampe? Das wäre nämlich echt gut, finde ich. Ich kann auch gerne einfach mal... Nee, das macht keinen Sinn. Kann ich mit denen reden? Nee, auch nicht. Hey, gib mir doch mal deine Taschenlampe. Soll ich jetzt da einfach ins Dunkel reinmarschieren oder wie? Ich habe Angst, dass ich ihn nicht mehr zurückfinde. Hier geht eh nicht mehr weiter. Das ist komisch. Ich glaube, ich habe auch keine Taste für Taschenlampen. Nee, hab alles durch jetzt. Dann gehe ich wirklich mal da rein. Ich habe ein bisschen Angst. Ich habe immer Angst vor so Jumpscares, wenn man so einfach komplett ins Dunkel geht. Ah, was haben wir denn da? Da liegt eine Taschenlampe, oder? Kann ich die jetzt nehmen? Ah ja, jetzt habe ich eine... Zum Glück liegt da eine Taschenlampe einfach so rum. Ich bin mal wieder super unvorbereitet gekommen. Bin ja auch nur irgend so ein doofer Polizist. Jetzt, wo ich eine Taschenlampe habe, können wir gemeinsam reingehen. Ich verstehe. Leere Regale. Habt ihr gesehen, der Arm unseres Protagonisten ist gerade im Regal hängen geblieben. Look behind the shelves. Look behind this is silly. The shelves. I'll do it. Ah, ah! Ach so, das gehört jetzt so. Okay. Ein perfekter Kreis. Wunderschön. What in? I've never seen that before. Du hast noch nie einen großen schwarzen Kreis gesehen, oder wie? It seems likely. Should we all go in? Wait. We don't know what's on the other side. One of us should go and scout ahead. Wanna draw straws? Ich gehe, weil ich bin der Protagonist hier. We'll stay in contact over the radio. Okay, jetzt gehe ich durch das Portal irgendwo anders hin. Jetzt wird's spannend.